Samstag, wie viel Uhr haben wir? Freitag, wie viel Uhr haben wir? 16.22 Uhr und gefühlte 80 Grad gerade. Oh. Und was macht man da am besten, um sich ein paar kühle Gedanken zu machen? Yo, let's play Resident Evil 2. Und ja, wir machen direkt da an dem Punkt weiter, an dem wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar müssen wir ein kleines Rätsel lösen. Ein kleines Rätsel gilt es zu lösen, dass ich das letzte Mal nicht rausbekommen habe, wie man das in dem Fall letzten Endes löst. Die Lösung dazu gibt es natürlich jetzt gleich. Und ich habe übrigens einmal auch was hier bereitgestellt. Moment. Denn. So. Eine große Dose Red Bull brauche ich hier auf jeden Fall. Oh. Dann ist es wirklich so unglaublich heiß gerade hier, ey. Oh. Und es ist noch nicht mal eine Asiatin in der Nähe. Oh. Dennoch, werden wir natürlich ohne Probleme oder weitere Umstände dieses Rätsel hier hinten lösen. Das letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass man hier hinten eventuell die Plugs braucht, um die hier reinzustöbeln, damit man hier weiß, wer jetzt in dem Fall King ist, wer ist Queen, wer ist Giant und so weiter. Aber das ist in dem Fall einfach Trial and Error. Moment, und zwar müssen wir die Fackeln hier nämlich anzünden. Moment, wo habe ich das denn hier? Da. Und zwar sehen wir hier nur verschiedene Nummern. Nummer 13 haben wir hier. Hier haben wir Nummer 12. Und hier haben wir Nummer 11. Und es wird in dem Fall nicht gesagt, was jetzt hier Queen, was King ist und so weiter. Das wurde ja da hinten. Indem wir eben dann dieses Zahnrad bekommen, wurde ja gesagt, zuerst das, dann das, dann das. Aber ich glaube, das ist ja einfach Trial and Error. Und die richtige Reihenfolge, in der wir die aufleiten müssen, ist einmal die 12. Dann die 13. Und dann logischerweise. Na? Und dann logischerweise eben die 11. So, zack, geschafft. Damit haben wir das Zahnrad. Das wäre in dem Fall. Ein paar Stockwerke weiter oben einsetzen können und das logischerweise auch dann gleich tun werden. Was ihr übrigens schon mal mit dabei haben solltet, ist hier die Crank, denn die braucht ihr auf jeden Fall auch gleich. So, ne, so. We take the sea cogwheel. Sure. Und hier der Film. Kommen wir im Darkroom vorbei? Ja, nehmen wir mal mit. Was soll's? Nehmen wir mit. Und raus mit uns. Wunderbar. Alles klar, Richtung Darkroom gehen wir erstmal, damit wir den Film entwickeln können. Der anscheinend an irgendeinem Pornset oder so gedreht wurde, wenn ich mir die Kameras da eben. Oder wenn ihr die Kameras da hinten angeschaut habt. Ist das doch relativ offensichtlich. Darkroom ist in der Richtung. Richtig. Und ihr müsst jetzt quasi zwei Stockwerke hoch. Und da könnt ihr dann eben die, oder müsst ihr dann die Crank und das, oder, ja doch, da setzt ihr sowohl Crank als auch Zahnrad ein. Ich hätte, glaube ich, einen kürzeren Weg gehen können. Aber Wayne, wir werden es überleben, an diesem Raum da hinten gleich mal vorbeizugehen. So. Und wir werden auf jeden Fall die nächsten zwei Bossfights, also zwei Bossfights gibt es quasi direkt hintereinander dran geklatscht in diesem Game. Und die werden wir beide auch heute schaffen. Da bin ich relativ optimistisch. Natürlich werde ich vorher safen vor jedem Boss, ist ja klar. Denn wer weiß, was da in dem Fall alles passieren kann. Don't grab me, don't grab me. Okay. I know you wanna grab me. Okay. Doch nicht. War anscheinend nur einmal dieser Schockeffekt, dass wir hier ein bisschen angefeelt wurden. So, Dark Room. Schauen wir mal, was in dem Fall dieser Film beherbergt. Ich könnte mir so einige Sachen vorstellen. Aber ich glaube, dafür müsste ich wieder einen Pass einlösen. Und ich glaube, das wurde leider nicht mit ins Game implementiert. So, Film. Schade. Film B. Pictured in front of the Arucast Taylor,
Regressed into a zombie within 2 hours, subject repeatedly complained about severe agitation of the epidermis in addition to feelings of nausea. Nausea. Hmm. This happened up to the moment he lost consciousness. Pictured by Al Lambert. Dankeschön. Okay. Da habe ich mir in dem Fall doch was Erotischeres vorgestellt, aber war ja klar, dass es in dem Fall in Resident Evil 2 nicht wirklich so der Fall ist. Können wir was ablegen? Nee, lass nochmal. Obwohl, ich könnte eigentlich mal die Shotgun-Shells ablegen. Ich glaube, die brauchen wir jetzt noch nicht. Ich denke mal, so 5 Bullets dürfen doch ganz in Ordnung sein. Und da können wir vor dem Fight gegen den Boss nochmal an einen Save Point, in der wir dann eben noch, uns nochmal aufstocken können mit Bullets. Und ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Ich denke mal schon. Beziehungsweise ich hoffe es eigentlich eher. Richtig? Ja, ich hoffe mal. Ich denke mal. Oder? Wäre natürlich ein bisschen doof, wenn das jetzt in dem Fall der falsche Weg wäre. Na. Ja, doch, das müsste, glaube ich, richtig sein. Das ist quasi dann der erste Stock, in dem wir uns jetzt befinden, richtig? Ja, doch, war richtig, genau. Ah, da haben wir's. Das war der Raum, durch den wir gerade gegangen sind. Und ich meinte ja, man kann die Cord einmal hier einsetzen oder an dem anderen Punkt. Wenn wir die da jetzt eingesetzt hätten, dann würden sie in dem Raum spawnen, in dem wir die Cord schon eingesetzt haben. Aber wie gesagt, an dem Raum, da müssen wir sowieso nicht mehr vorbei. Wir kommen sowieso nicht mehr vorbei. Und zweitens können wir den ganz leicht übergehen. Und von daher ist das in dem Fall nicht so das Drama. Jo, hier brauchen wir die Crank. Crank that soldier, boy! Jawohl. So, alles klar. Und jetzt müssen wir hier hoch und da dann logischerweise das Zahnrad einsetzen. So. Und zwar genau hier. Power source for the... Ihr wisst schon was? The gears are clean. Coming clean. Uh-oh, hands up, because we drop on some shit. Hier? Ah, it looks like a switch. Will you push it? Nein. Da wird ja in dem Fall nicht viel passieren. Deswegen machen wir hier folgendes. Wir machen hier der Cockwheel rein. So. So, und jetzt. Juhu! Ja, da hört es ja auch schon im Hintergrund. Der Glockenturm, der wurde direkt aktiviert dadurch. Ah, warte mal hier. Ah, oh, Nightplug! Und das ist der letzte. Und damit haben wir auch alle Plugs. And now dust shoot. Will you jump down? Hello, logo. Wee! Ja. So, wo sind wir jetzt? Ah. No! Let's go. Binion. Get away! Face rape. Face rape. Hate it. Geh weg. Dankeschön. Schau mal nach. Was hier? Ich denke mal, oder? Wir werden es rausfinden. Ja. Yep. Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Oh, get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning. Ihm hat es wahrscheinlich gefallen. What's wrong? Das nennt man doch, glaube ich, Split Personality.
Oh God, what was that?